Hi, ich bin Justus. Wir machen heute zusammen ein Brust-, Trizeps-, Schulter-Workout. Das ist aufgebaut in Supersätze. Wir machen immer 15 Wiederholungen. Hierfür brauchen wir am besten Kurzhantel, es geht wahlweise auch Langhantel, eine Erhöhung und ein Handtuch und natürlich was zu trinken. Die genauen Übungen erkläre ich gleich nochmal. Wir machen gerade noch ein kurzes Aufwärmprogramm. Fangen an mit Jumping Jacks. Geht's. Kreisen nach innen. Und nach außen. Die Handgelenke nach innen. Und nach außen. Schulter nach hinten kreisen. Nach vorne. Die Arme mitnehmen. Und nach hinten kreisen. Hier nehmen wir unser Handtuch. Greifen nicht so weit. Nicht brauchen. Gehen damit so gut es geht hinter den Körper. Dann wieder nach vorne. Greifen jetzt ein bisschen enger. Drehen den Rumpf. Und beugen uns nach rechts, nach links. So. Ganz kurze Pause. Suchen schon mal die richtigen Gewichte aus. Für Bankdrücken und Butterfly. Jeweils 15 Wiederholungen im Supersatz, das heißt ohne Pause. Bei den ersten zwei Übungen und zwischen den Sätzen gibt es dann jeweils eine Pause. Im Notfall legt euch einfach mehrere Gewichte dazu, dass, falls ihr gerade nicht mehr könnt, ihr einfach die Gewichte wechseln könnt und direkt weitermachen könnt. Zum Beispiel auch zwischen Butterfly und Bankdrück. Für die Übung drehen wir uns hier auf unsere Erhöhung. Strecken das Gewicht nach oben, wieder nach unten. Und beim Butterfly dann das gleiche, nur seitlich. So. Könnt euch schon mal bereit machen. Wir starten mit 5, 4, 3, 2, 1, go. 2. Sind 14, 15,
und direkter Wechsel zum Butterfly. Seitlich nach unten und wieder nach oben. Noch aufpassen, nicht zu schweres Gewicht nehmen. Nicht, dass ihr noch Schulterbeschwerden bekommt. 5, 6, 7. Das war der erste Satz. Jetzt gibt es eine kurze Pause. Ausschütteln, auslockern. So. Ersten Satz haben wir schon geschafft. Jetzt kommt noch zweimal die Übung, dann gibt es einen Wechsel. Zeig ich aber auch dann an. Sagen wir, setzen uns langsam wieder hin, machen uns bereit. Gehen in unsere Ausgangsposition. Und es geht los in 5, 4, 3, 2, 1 und go! Immer schön in meinem Tempo bleiben. 4. 6, 9, 10, 13, 15, geht direkt weiter mit Butterfly. Hierbei auch immer schön darauf achten, 13, dass die Handgelenke gerade sind. 14. So. Noch einen Satz, wieder eine kurze Pause. Gewicht auch ruhig anpassen, so dass 15 Wiederholungen drin sind. Und schon mal wieder in die Ausgangsposition, wieder hinsetzen, bzw. hinlegen. So. Es geht weiter in 5, 4, 3, 2, 1 und go. Und Butterfly. Neun.
13, 14 und 15. So, das waren die ersten Übungen. Ein Drittel haben wir geschafft. Als nächstes kommen unsere Trizepsübungen. Hierfür nehmen wir uns auch wieder ein Gewicht. Diesmal ist es eine einzelne Hantel. Nach oben. Knie über den Kopf. Hier mit dem Gewicht hinter den Kopf und strecken es wieder nach oben. Gucken, dass man gerade sitzt. Die Übung machen wir in Kombination mit Liegestütze, enge Liegestütze, also die Hände relativ nah an den Körper, hintergehen, wieder hoch, das ist die eine Variante. Die andere Variante, die es leichter machen würde, wäre auf die Knie gehen oder mit den Händen auf den Step. Dabei kann man das auch variieren oder, wenn das leicht ist, alles mit den Füßen auf dem Brett. So. Alles klar. Und dann hinsetzen, bereit machen. So. Gewicht schon mal auf die Beine. Nach oben bringen. Es geht los. 5, 4, 3, 2, 1. Und die Ellbogen nah aneinander drücken, so gut es geht. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15 und wechsel auf die Liegestütze. Weitermachen. 13, 14, 15. Der erste Satz. Gucken, dass die Brille nicht wegrutscht. Die Brillenträger kennt es vielleicht. Unangenehmes Gefühl. So. Kurze Pause. Hierbei logischerweise auch wieder, wenn es nicht mehr geht, das Gewicht reduzieren. Geht natürlich auch mit einer langen Hantel, mit einer Kurzhantel. Kann man natürlich auch abändern, wenn man es so zur Stirn macht. Funktioniert auch, ist mit einer langen Hantel leichter. Die Variation mache ich auch gerade mal. Ansonsten kann man natürlich auch im Sitzen bleiben. Weiter. Einfach mit einer Kurzhantel. Wie gesagt, es geht auch einfach mit einer Langhantel. Gleiches Prinzip, gucken, dass die Handgelenke gerade bleiben. So, es geht weiter in 5, 4, 3, 2, 1, go. Ellbogen bleiben ja auch zusammen. 11, 12,
13, 14, 15, 15. So. Und wieder wechseln zu den Liegestütze, weil wir sind natürlich auf. Die Step ist immer ein bisschen eng. Wechseln die Seite. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Der zweite Satz. Wieder eine kurze Pause. Ich mache jetzt nochmal beide Ausführungen. Den Satz im Wechsel einfach mittendrin. Und natürlich eure weitermachen. So dass ihr es nochmal bei beiden seht. Geht los. 5, 4, 3, 2, 1 und auf. 2, 3, So. Und wir wechseln wieder zum Liegestütz. Letztes Mal. So. Das war der erste Satz. Kommen wir noch zu den Schultern. Schultern wechseln wir ab zwischen. Wenn man Schulter drücken, kann man im Stehen oder im Sitzen machen. Gewichte nach oben bringen. Und nach. Wir verkürzen wir allerdings auf 10 Wiederholungen pro Satz, weil wir zwischendurch das Gewicht nicht absetzen können. Von Anfang bis Ende richtig. Vor allem, weil die Übung vorher die Schulter natürlich auch beanspruchen. Hier auch wieder ein Gewicht fehlen, wo die 15 Wiederholungen drin sind. Wie gesagt, hinsetzen oder stehen bleiben. Ist ganz egal eigentlich. Fürs Seitheben müssen wir allerdings stehen. Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1 und go. 3, 4, 6. 7, 8, 9, 10 und wir wechseln. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und 10. Be
Pause. Langsam wieder bereit machen. Setzen und stellen. So. Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1 und go. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 und wir wechseln direkt ins 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10. Eine kurze Pause vor dem letzten Satz. Ausschütteln, auslockern. So, langsam wieder bereit machen. Schön setzen und stellen. Wie gesagt, beides. Geht weit. 5, 4, 3, 2, 1 und go. Komm. 5, 6, 7. 9 und 10. Wir wechseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das ist mit dem Kraftteil. Wir haben es geschafft. Wir haben unsere Supersätze abgehakt. Zum Schluss nehmen wir erstmal den Step oder die Erhöhung, je nachdem, wegtun. Gehen jetzt einfach noch mal ein bisschen den Körper durch. Fangen an, legen uns auf den Bauch, fassen mit der linken Hand das linke Fußgelenk und heben unser Bein ab.
Knie. Hängen die Hände vorne ab. Nach vorne. Lassen die Hüfte durchhängen. Gucken nach oben. Immer schön tief einatmen. Wieder ausatmen. Setzen uns wieder auf unsere Fersen. Den Kopf nach unten, so gut es geht. Arme bleiben ausgestreckt. Wechseln den Vierfüßlerstand. Drücken unseren Rücken nach oben, machen also einen Katzenbuckel. Und lassen wieder durchhängen. Oben drücken. Und wieder durchhängen lassen. Rum, auf den Rücken, ziehen das rechte Bein nach oben und legen es, links neben den Körper ab und lassen den rechten Arm dabei nach links ausgestreckt. Wechseln. Setzen uns hin. Greifen mit den Fingern an die Fußspitzen und drücken unsere Knie abwechselnd nach unten. Gleichzeitig immer schön, dass man die Dehnung spürt. Zu guter Letzt stehen wir auf, strecken unsere Arme nach oben über den Kopf, atmen tief ein und lassen mit der Ausatmung unseren Oberkörper nach unten sacken. Wieder einatmen. Ausatmen. Und noch ein letztes Mal. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es uns wissen mit einem Like oder einem Abo. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß.